Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outcast 2, A New Beginning. Ja, in der letzten Folge ist viel passiert, insbesondere am Ende. Und wir schauen mal, wo ist denn Marzo? Wir fragen ihn mal, was wir jetzt machen können. Hey, Marzo, wegen dieses Konvois. Deine Aufgabe war klar. Beschütze den Konvoi, beschütze das Pilam. Was? Der Riesenwurm ist passiert. Was hätte ich tun sollen? Hast du gesehen, wie riesig das Vieh ist? Keine Ahnung, wie du es gemacht hast, aber du hast den Alpha Garondar angelockt. Der wurde hier noch nie zuvor gesichtet. Jetzt muss ich mit dem Braun von vorne beginnen. Jott, verdammt. Ich hab die Lieferung verbockt. Schon verstanden. Lass mich dir auf andere Weise helfen. Ich mach zwar nicht sauber oder putze das Klo, aber... Das erledigt schon mein Sohn. Du würdest ihn nur durcheinander bringen. Du kannst ein paar Zutaten für den nächsten Schwung sammeln. Dann sind wir quitt. In Ordnung. Sag mir, was du brauchst. Mirko hat die Liste. Er wird dir alles Weitere verraten. Bring jede Zutat aber direkt zu mir. Er würde sie bloß für irgendein Experiment verwenden. Und das kann ich mir nicht leisten. Hey, zumindest kam niemand zu Schaden. Oh, ich kam zu Schaden, Kumpel. Das war meine größte Lieferung dieses Zyklus. Und der elende Alpha Garondar hat alles getrunken. Er hat es nicht getrunken, sondern bloß ausgespuckt. Das ist das Schlimmste daran. Ich brauche schnell einen neuen Schwung Pilam für das Okastok-Fest. Okastok, dann geht es aufs Haus. Kannst du dich jetzt schnell mit Mirko um die nötigen Zutaten kümmern? Ich war noch nie in meinem Leben so motiviert, Pilam zu brauen. Warum redest du noch mit mir, wenn wir den Kram brauchen? In Ordnung, ich breche auf. Und warum ist er jetzt auf einmal so begeistert, wenn er doch schon seit der letzten Folge weiß, dass es für das Okastok ist? Dieser Alpha Garondar, wie ihr ihn nennt, hat viele eurer Bombas gefressen. Ozark muss verdammt sauer sein. Das hat uns beide ein Vermögen gekostet. Ozarks Tuan Ha soll auch verschwunden sein. Armer Bonbar-Hüter. Was treibst du so? Ich? Ich leite diese Brauerei. Für gewöhnlich braue ich also Pilam. Trinken gehört auch zu meinen Hobbys. Was treibst du sonst noch? Das kann ich an meinen drei Fingern abzählen. Pilam verkaufen, Pilam trinken und Pilam brauen. Lach nicht. In diesem Dorf dreht sich alles um dieses besondere Elixier. Das Herzblut von Bida. Der kommt mir so ein bisschen rüber wie so der typische Koch. Aber es heißt ja immer, dass die Leute, die gerne kochen oder anders gesagt, die beruflich kochen, dass das meistens nicht diese... Ja, ich sag mal, wie man vom Vorurteil oft sagt, diese dicken Leute sind, die dann irgendwo den ganzen Tag im Restaurant stehen, sondern logischerweise im Gegenteil, weil die haben viel Stress und alles. Die dürfen natürlich ihr Essen auch nicht selber essen. Ich weiß nicht, ob die zwischendurch mal probieren, ob so eine Soße gut ist oder sowas, aber die dürfen natürlich nicht selber essen und dementsprechend. Aber gut, er kommt mir schon so ein bisschen so rüber, als ob er das Zeug trinkt, was er da herstellt. Also nicht von der Figur her, sondern jetzt so generell von der Art her. Was sind das andere alles? Wegen Hiron, was ist er so für ein Häuptling? Einer, der gerne singt nach ein paar Krügen. Seine Lieder sind allerdings nicht gerade beliebt. Er klingt wie ein leidendes Tuan Ha, das um Gnade bettelt. Aber da er der Häuptling ist, sagt keiner was. Manche sagen, dass seine Stimme die Garondars vom Dorf fernhält. Doch mein Junge Mirko hat eine andere Vermutung. Dass er sie anzieht? Haben du und Zern was miteinander? Naja, ja. Einen Jungen namens Mirko. Zern ist seine Mutter? Das wusste ich nicht. Zern fehlt mir. Ich vermisse ihren Blick und ihren Duft. Wir sollten ein zweites Kind haben, wenn sie möchte. Beten wir, dass das nächste Okastok bald kommt. Dieser Garondar war riesig. Ich meine, echt riesig. Darum nennt man ihn den Alpha Garondar. Die Mutter aller Garondars.
Wenn sie unseren Pilam verschlingt und wieder erbricht, sind wir verloren. Kein Pilam, keine Brauerei. Keine Brauerei, kein Bida. Das ist keine Ungezieferjagd. Das ist Krieg. Okay, okay. Erzähl mir etwas über Ozark. Ozark ist bloß ein einsamer Bonbar-Hüter. Er ist ein typischer Bonbar-Hüter, gut aussehend und dumm wie Sort. Aber mutig ist er. Sonst wäre er nicht mehr bei der Herde. Jedenfalls sind mein Junge und ich hier in der Brauerei viel sicherer. Dumm ist er und gut aussehend. Naja gut, die sehen alle gleich aus. Ich glaube, die haben nur zwei Vorlagen gehabt. Bis dann. Wir sehen uns, Fremder. Weil wenn wir ihn kennen und wenn wir ihn kennen, dann kennen wir ja irgendwie alle, die hier rumlaufen, ne? Das Land der Klone sozusagen. So, was ist jetzt das Blaue hier? Sind das die Zutaten, die wir besorgen sollen? Sieht man nämlich eher nach den Tieren hier aus. Hallo, soll ich bei euch die Zutaten besorgen? Und sprich mit dem Talaner. Also dahin. Achso, ja, Mirko, genau. Aber warum die blauen Punkte? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Oder das kommt jetzt gleich noch. Das kann natürlich. Oh! Das kann natürlich auch sein. Wieso sagt mir denn keiner, dass es hier runtergeht? Hi! Hey, Überraschung. Ich bin kein Kleiner. Ich bin erwachsen. Aber wenn ich für dich klein bin, hast du wahrscheinlich ein Problem mit deinen Augen. Testen wir mal deine Ohren. Ich heiße Mirko. Also, wie heiße ich? Mirko. Bingo! Es sind also bloß deine Augen. Kommen wir zum Pflichtteil. Willkommen in der Brauerei. Was führt dich nach Bida? Wow, ist der arrogant. Was treibst du so? Tja, eigentlich sollte ich an der Universität von Procriana die Schriftrollen studieren. Ein Kanonenleben führen, du weißt schon. Doch dann bombardierten die Invasoren den Campus. Daher fege ich jetzt für meinen Vater den Boden. Das nennt man eine Riesenenttäuschung. Für den Vater. Jetzt, wo das Daoka wieder funktioniert, wirst du es benutzen? Die Universität ist geschlossen. Die halbe Dano-Bibliothek ist abgebrannt. Wo soll ich nur hin? Außerdem will mein Vater, dass ich mein Leben in dieser öden Brauerei vergeude. Was kannst du mir über die Invasoren sagen? Naja, sie lassen unser Dorf in Ruhe, was schon mal gut ist. Ich bin gerne am Leben. Aber sie haben es auf etwas im Boden abgesehen. Und ihre Bohrarbeiten bringen die Orientierung der Garondars durcheinander. Garondars in Bida sind alles andere als gut. Ich helfe deinem Vater mit den Pilam-Zutaten. Hast du da eine Liste für mich? Mal sehen, was brauchen wir? Uns gehen die Morats aus. Det von Haas aber müsste aufgefüllt werden und Pistils könnten wir auch gebrauchen. Ich muss nach dem Tvonhasaber fragen. Ernsthaft? Das ist das klebrige Zeug, das aus dem Maul der dummen Tiere tropft. Ich meinte eher, wie man es einsammelt. Du musst es ja nicht mit bloßen Händen tun. Oh, gut. Also für eine Sekunde dachte ich... Verwende diese Behälter. Bring ihn am Maul des Tvonhaas an und komm erst wieder, wenn er voll ist. Kartak kann dir dabei helfen. Wo finde ich Pistols? Die sind nicht zu übersehen. Geh zu der großen Wurzel auf dem Hügel, öffne die Blüten und schnapp dir schnell die Pistols in ihnen, bevor sie sich wieder schließen. Das ist neu. Wo finde ich Morax? Morax kannst du nur im Dorf Emea finden. Das sind spezielle Früchte. Sie verleihen einem ansonsten billigen Getränk einen Hauch Luxus. Ach, das sind die Dinger, die wir eingesammelt haben, oder? Erzähl mir etwas über Garondas. Naja, zunächst einmal sind sie riesige Würmer. Sie sind extrem gefährlich, aber... Bitte überspring das Offensichtliche. Sie sind wie ich. Niemand versteht sie. Sie kommen nicht an die Oberfläche, um uns zu fressen. Sie versuchen bloß den unterirdischen Bohrarbeiten zu entkommen. Die sind schmerzhaft für ihre kleinen Wurmöhrchen. Okay, riesigen Wurmöhrchen. Keine Ahnung, wie groß ihre Ohren wirklich sind. Sie greifen das Dorf nicht an? Nein. Und ich weiß auch warum. In unserem Wasser gibt es eine winzige Lebensform, die harmlos für mich oder dich ist, aber schädlich für die Garondas. Wobei,
Bei dir weiß ich nicht genau. Das sollten wir überprüfen. Woher weißt du das? Mann, ich sagte doch, dass außer Torga und mir in Bida keiner auf der Universität von Procriana war. Ich bin brillant. Du könntest von mir noch ein oder zwei Sachen lernen. Wie man ein eingebildeter kleiner Bastard wird? Das weiß ich schon, Kleiner. Ja. Allerdings scheint er nicht nur eingebildet zu sein, sondern auch ein bisschen Köpfchen zu haben. Diese Invasoren. Wonach bohren die? Nun, ich habe da eine These. Ich komme aber nicht an die Bohranlagen ran. Zu gefährlich. Wer weiß, ob wir je die Wahrheit erfahren. Denn dieses Dorf interessiert sich nicht für Wissen. Es interessiert sich nur für Pilam. Weißt du, was Pilam mit deinem Gehirn anstellt? Oh, ja. Es ist, als würde ich meinem Vater dabei helfen, einen Dummheitstrank zu brauen. Angenommen, ich will deine These bestätigen. Soll ich meinen Arsch aufs Spiel setzen und es herausfinden? Deinen Arsch? Warum? Nein! Du sollst deinen Arsch auf gar nichts setzen. Aber wenn du auch nur annähernd so neugierig bist wie ich, könntest du zu einer ihrer Bohrgruben gehen und mir bringen, was du findest? Und warum soll ich das tun? Mann, meine These! Ich bin klug! Ich will was aus meinem Leben machen. Aber mit einem Besen in der Hand wird das nichts. Wenn du mir hilfst, sie zu beweisen, wird es dir im Kampf gegen die Invasoren nützen, versprochen. Du bist ein Kämpfer, das sehe ich. Also, wie lautet die These? Ich will deinen Verstand nicht überwältigen. Wenn du etwas Interessantes in den Bohrgruben findest, würde ich es gerne untersuchen. Es liegt bei dir. Bis dann, Mirko. Du weißt, wo du mich findest. Also, ich verstehe, was er meint, aber ich kann nur sagen, wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Marmelade raus, wollte ich gerade schon sagen. Mach ein Getränk raus. Weil auch, wenn man einen Besen in der Hand hat, ich meine, gut, er jetzt leider nicht, weil wir haben ja gesehen, wie die Bibliothek aussieht, aber auch wenn man einen Besen in der Hand hat, kann man mit diesem Besen zum Beispiel zu einer Bibliothek gehen und entsprechend dort sauber machen und gleichzeitig, beziehungsweise immer wieder zwischendurch, sich Wissen aneignen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. In diesem Fall ist es natürlich schlecht, weil die Bibliothek komplett in Schutt und Asche liegt. Nee, du bist jetzt... Muss ich mit dir jetzt sprechen? Moment. Hallo. Benötigst du Heilung von Torga? Nö. Ich werde die Basen der Invasoren lahmlegen. Eine nach der anderen. Mit Basen meinst du wohl ihre Bohranlagen. Um zu den Bohranlagen zu gelangen, musst du an den Garondars vorbei. Also viel Glück. Moment, es sind so viele Wörter. Die Garondars, das waren jetzt diese Riesenwürmer, oder? Ach du Scheiße, das auch noch? Ich will die Invasoren beseitigen. Machen sie euch in Bida das Leben schwer? Extrem schwer. Ihretwegen sind die Garondars aus den Tiefen des Planeten emporgekrochen und suchen diese Gegend heim. Wenn diese Riesenwürmer doch nur Metall statt Talanerfleisch essen würden. Wenn du zu den Invasoren willst, dann fang bei ihren drei Bohranlagen um Bida herum an. Schalte die Bohranlagen aus, dann sollten die Garondars kein Problem mehr sein. Bitte sag mir nochmal, wer du bist. Sicher doch. Ich bin Torga, der Schamas von Bida. Wie würdest du einen Bonba beschreiben? Eine komische Frage. Das erinnert mich an dieses Märchen vom kleinen Schamas, der einen Mond besucht und... Naja, so genau weiß ich es nicht mehr. Doch irgendjemand bittet ihn, zeichne mir ein Bonba. Und... Oh, das Ende habe ich vergessen. Ich habe noch irgendwo die Schriftrolle, habe sie vor der Invasion aus der Bibliothek von Procriana entliehen. Sie heißt Der kleine Schamas. Ich hoffe, er kann besser heilen, als dass er sich erinnern kann. Ich glaube, er hat zu viel von dem Pilam getrunken. Mir geht's nicht so gut, Shem. Kannst du das ändern? Mögen die Jods deine Wunden heilen. Was hältst du von Mirko? Ah, der junge Mirko. Alter. Als die Almayel Agakamon verbot, war er noch nicht geboren. Und doch spricht er es besser als ich. Er lernte es durch die Schriftrollen. Er ist ein hochintelligenter Junge, der weitaus mehr sein könnte als ein Brauereihelfer. Wenn das doch nur sein Vater erkennen und ihn seinen eigenen Weg gehen lassen würde.
Was ist mit diesem Amulett? Ist das verflucht? Will mir das etwas sagen? War das ein Lügendetektor? Ich muss los. Oh Gott, wir haben so viel. Und irgendein Auto draußen möchte nicht, dass ich hier aufnehme. Ich hoffe, ihr hört das nicht so laut. So, was mit dir? Hallo, Häuptling. Ich kenne dich. Garondas verabscheuen, Pilam. Was sagt man dazu? Gut für uns. Doch der Geschmack von Bonbar-Fleisch schmeckt ihnen jeden Tag besser. Osak verliert seine Herde. Er sollte die Herde zurück nach Bida bringen. Im Dorf tauchen die Garondas nicht auf. Ich bin beschäftigt. Kannst du vielleicht Osak helfen? Wieso vielleicht? Du weißt, dass ich das kann. Verzeih diese riesige Pilam-Pfütze. Ich meine, den Pilam-Teich oder so. Daran ist der Alpha-Garonda schuld. Hast du gesehen, wie riesig der ist? Gewaltig. Wir müssen diese widerwärtige und, wenn man die Menge an verschlucktem Pilam bedenkt, vermutlich betrunkene Bestie besiegen. Gute Idee. Organisieren wir ein Treffen für anonyme Wurmoholiker. Und sobald er seinen hässlichen Schädel zur Tür reinsteckt, bumm. Hä? Na schön, zurück zum Pilam. Gibt's noch welches? Frag Marzo. Er hat den Überblick. Oh. Erzähl mir etwas über Osak. Osak ist ein Bonbar-Hüter. Deine Antworten sind nicht gerade hilfreich. Ist dir das bewusst, Häuptling? Dann sprich mit Osak. Ich weiß nicht genau, wo er gerade ist. Er bleibt bei seiner Herde. Dann gib mir doch mal was, was mir weiterhilft. Was hältst du von Torga? Er ist ein guter Schamas. Doch selbst er kann dein Gesicht nicht hinkriegen. Was stimmt nicht mit meinem Gesicht? Nichts. Du siehst einfach nur anders aus. Ja, anderes Gesicht, andere Hautfarbe, andere Ohrlänge, andere Kopflänge. Und nun, was bringt dir jetzt diese Kenntnis? Was ist nochmal ein Mol? Das ist die Drüse eines gefährlichen Insekts namens Kraket. Du kannst die Drüse vor einer langen Reise mit Wasser oder Pilam füllen. Die sind schwer zu beschaffen. Krakets sind keine typischen Insekten. Außerdem kann ja nicht jeder ein Klon sein. Bis dann, Häuptling. Leb wohl. So, jetzt habe ich es dir aber gegeben. Schauen wir mal. Ich habe jetzt hier ganz viele Punkte und ganz viele Sachen, die ich tun muss. Ich bin wieder auf die Falten. Nee, diesmal habe ich die richtige Taste gedrückt. Ja. Missionen verfügbar. Pilam für alle. Was sind das hier? Unentdeckte Dorfquest. Das hat wahrscheinlich mit dem Wissen und so zu tun, nehme ich mal an. Oh mein Gott. Okay. Pilam-Pistils. Das sind die Sachen, glaube ich, wenn wir wieder zurückreisen, oder? Löse die Wurzeln aus, gleite hinab. Ach so, das ist dann auf so einem großen Berg, oder wie? Och nee, jetzt ist das in der Nähe von so einem scheiß Nest hier. Och, wie ich das hasse. Na gut, wir probieren mal, ob wir das noch in dieser Folge hinkriegen. Okay. Hier kommen natürlich direkt Gegner. Können wir ja irgendwo einen Weg finden, dass wir da besser hinkommen? Das wäre ganz gut. Im besten Fall natürlich ohne Gegner. Was sind wir denn hier? Sonst haben wir nichts, ne? Ja, ich muss mal meine Haare aus dem Gesicht kriegen. Nein, du sollst fliegen. Hallo? Jetzt flieg doch mal. Alter. Boah, ey. Sind das die Steine schuld? Ernsthaft? Da kommen wir nicht. Wie kommen wir denn da am besten rüber? Das ist nicht gut. Auf Kamenai kann ich gerade verzichten. Naja. Ich hoffe, dass sie nicht so schnell... Hier komme ich nicht rüber, oder? Nicht so schnell hinterherkommen, meine ich. Nicht wirklich. Ich muss
hier echt irgendwie über den Baum drüber. Baum drüber, genau. Über die Felsen drüber. Ja, wenn das zu lange dauert, dann nehmen wir den Kampf in der nächsten Folge. Ich hoffe mal nicht, dass es zu lange dauert. Oh, Junge. Lauf doch einfach. Ja, dass man die nicht mitnehmen kann. Oh, es ist zu hoch. Willst du mich veräppeln? Komme ich da irgendwie auf den Baum drauf? Hallo? Du solltest auf den Vorsprung landen. Wo ist der jetzt hingesprungen? Das ist aber auch eine Kameraperspektive hier. So, was haben wir hier? Harz. Cool. Ich brauche das ganze Zeug zwar wahrscheinlich nicht, aber das ist cool. Das geht nach da. Wir müssen aber da hoch. Das heißt, ich hoffe, dass wir da hochkommen mit 3 Sprüngen. Oh, ist das hier... Also diese Gegenden, um da zum Zielort zu kommen, die sind echt schlimm. Teilweise. Also wenn man so schön hingleiten kann und alles, das ist natürlich super. Aber wie das jetzt teilweise ist, oder bei dem einen, wo ich nicht weiß, ob ich da den Eingang übersehen habe. Ist das diese Blüte hier? So aus, ne? Ach du Schande, ich soll jetzt aber nicht. Oh nein, kommt Leute. Oh, ja, natürlich kann man nicht anfangen. Aktiviere das Gleiten und fliege durch die Blumen, um ihre Pistils zu sammeln. Verwende L2, um langsamer zu werden. Aber nur durchfliegen. Ich muss das jetzt nicht noch drücken, oder? Oh Gott. Nein, geh nach unten, geh nach unten. Oh, Alter. So viel denn zum Fliegen, ja. Das hat ja richtig gut... Oh, hier unten sind noch welche. Oh, komm. Jetzt muss ich nicht den ganzen Weg nochmal von vorne machen, oder? Alter. Neustarten. Ja, heißt das, die sind da... Kann ich gar nicht neu starten. Ich habe die ganze Zeit auf Y gedrückt. Oh, ist das... Ich hasse solche Minispiele. Ich hasse sie wie die Pest. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich jetzt hier wieder hochkomme. So. Wir sind gleich wieder da. Das Problem ist nur, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Weil ich komme mit diesen scheiß Fliegen überhaupt nicht vernünftig klar. Und ich habe keine Ahnung, ja, ich muss diese Dinger entlang, eigentlich die Wurzeln entlang fliegen, ne? Nur wenn ich natürlich viel zu hoch bin, weil ich mal wieder in die falsche Richtung gedrückt habe, dann werde ich das natürlich auch nicht so... nicht so schaffen. Oh, das ist... Ich finde es auch blöd, dass man sowas machen muss in einem Spiel, wo man eigentlich ja davon ausgeht, dass man halt ein bisschen rumschießt und irgendwelche Quests so macht. Warum muss man dann unbedingt so eine, ja, eine Zeitaufgabe letztendlich machen? Die Leute, die damit nicht klarkommen mit dem Fliegen, so wie ich, die haben da voll die Arschkarte gezogen. Oder nicht?
Natürlich, weil ich zwei nicht bekommen habe. Ihr wollt mich verarschen. Alter Schwede. Boah. Also, ihr Lieben, es hat noch geklappt. Keine Ahnung, warum da links jetzt nochmal die gleiche Quest steht. Auf jeden Fall habe ich es gerade abgeschlossen. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Ja, der Strahl hier ist auch weg. Oh, ich kann gar nicht mehr reden gerade. Hat es denn wenigstens auch angenommen? Das ist jetzt die Frage. Ja, ist ein Haken dran. Okay, ja, warum das jetzt so verbuggt ist, dass hier links immer noch steht. Ich habe es ja zwischendurch auch gesehen, dass da zweimal stand. Also einmal 0 von 12 und einmal, wo ich halt durchgegangen bin. Keine Ahnung warum. Aber es hat endlich funktioniert. Ich glaube, ich habe jetzt nochmal 3 Versuche gebraucht. Ich habe es auch mit dem Abbremsen die ganze Zeit zwischendurch gemacht. Beim einen Versuch bin ich direkt wieder zurück. Also das war so scheiße. Ich bin so perfekt auf die erste Blüte zugeflogen und so unperfekt darüber weggeflogen. Weil ich dann dummerweise auf die falsche Taste gedrückt habe. Das ist dieses blöde... ich wollte mich nicht umdrehen. Das ist dieses blöde... man muss nach oben drücken, damit man nach unten gleitet. Und das hasse ich. Also das ist... das kann ich irgendwie überhaupt nicht ab. Ja. Aber wir haben es geschafft. Endlich. Dieser Teil ist durch. Das heißt, wir werden uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, um die nächste Mission zu machen. Ich muss mal gucken, ob ich die schon mal auswähle und mich schon mal dahin stelle, damit wir uns den Weg dahin sparen. Oder ob wir von hier aus dann dahin kommen. Muss ich gleich mal gucken. Erstmal muss ich zwischenspeichern, damit das hier nicht flöten geht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!